Die Firma Walter hat zwei neue Messer rausgebracht, und zwar etwas sehr, sehr Schlankes mit einem Linerlock und ein etwas massiveres Teil mit einem Backlock. Und ja, was die zwei Teile können und ob das vielleicht auch etwas für dich ist, ja, das schauen wir uns jetzt an. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da sind sie nun, diese zwei Messer, und zwar ja, in den Lederscheiden, die standardmäßig mitgeliefert werden. Also alles sehr Echtleder, sehr wertig verarbeitet. Also ich finde jetzt mal grundsätzlich nichts Negatives dran. Oh, so. Fangen wir mal bei der schlanken Variante an. Und zwar... Bei dem Messer ist es so, dass ich, als ich das erste Mal in der Hand gehabt habe, ich mir gedacht habe, naja, es ist sehr schlank, es ist sehr, sehr leicht. Technische Daten findest du unten, schau dir das ganz einfach an bei mir im Shop, wenn du magst. Dass ich mir gedacht habe, naja, das ist extrem leicht und ja, das kann etwas als EDC, als Everyday Carry, als immer dabei Messer sein. Es ist ein Zweihandöffner. Ja, zeigt ihr das jetzt? Das ist ein Zweihandöffner, also sollte auch in Deutschland mit euren lustigen Paragraphen kein Problem sein, aber ich weiß es natürlich nicht, bei uns in Österreich ist es kein Problem. Mit ein bisschen Gefühl kann man das auch mit einer Hand aufmachen, ob das jetzt dann nicht mehr 42A-konform ist, ich weiß es nicht. Ja? Das Ganze ist dann verarbeitet mit einem Linerlock, der auch ganz gut sitzt. Wir werden uns das Messer dann auch noch anschauen, wir werden es dann ein bisschen testen. Und was mir besonders gut gefällt, ist einerseits diese Nussholzoptik und ja, diese blaue Einlage hier. Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und ein Messer, das einfach optisch auch was hergibt. So, das ist einmal das eine. So. Und dann die Nummer 2. Das ist hier auch wiederum in einer Lederscheide. Wobei, es hätte auch einen Clip. Das ist bei dem schlanken nicht der Fall, aber bei diesem dickeren Teilchen hier ist ein Clip dabei, den man auf beide Seiten montieren kann. Da kommen wir dann noch dazu. Aber auch eine Lederscheide. Und die ist auch gut verarbeitet. Finde jetzt mal nichts Negatives. Bei dem Messer war es so, wir machen dann nachher gleich den Schnitztest. Also es liegt für mich besser in der Hand. Also es liegt mir besser in der Hand, aber ich mag diesen Clip hier nicht, weil er mir ganz einfach da drinnen wehtut und das mag ich einfach nicht. Und ja, kann ihn aber runter montieren oder eben auf die andere Seite und dann ist auch wieder gut. Backlock, ja, Backlock und auch wiederum diese lustige, schöne blaue Optik. Also das schimmert so und das taugt mir richtig. Also mir gefällt das Messer wirklich sehr, sehr gut optisch jetzt mal. Und als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe ja nur auf der IWA ist das vorgestellt worden und ich bin ja nicht auf der IWA, aber habe da gleich dann einmal Fotos gesehen und Präsentationen und habe mir gedacht, das mit dem Blau, das hat was. Und jetzt, wo ich es wirklich in der Hand habe, muss ich sagen, das hat wirklich was. Auch das, glaube ich, ist 42A-konform, obwohl der geübte Langfinger es mit einer Hand aufmachen kann. Aber wie gesagt, das müsst ihr in Deutschland selbst wissen, ob das konform ist. Es ist aber als Zweihandöffner auf jeden Fall konzipiert. Gut. Schnitzen. Ja, dann habe ich mir jetzt da so ein totes Buchenholz von einem Ast geholt und schnitze mal rein. Okay. Buche ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein weiches Holz, wo man das einfach so durchgeht. Also Walter-Messer haben ja in der Vergangenheit nicht unbedingt den besten Ruf gehabt. Und es gibt ja auch wirklich Walter-Messer, die ja halt Messer sind und ja so in der Rettungsmesserbereich, die halt wirklich ja sind. Ist okay, besser als nichts, aber nicht unbedingt ideal. Das muss man so sagen. Low Budget. Aber das hier, das ist auch was, mit dem man wirklich vernünftig arbeiten kann. Also ich muss sagen, ja, das ist wirklich fein. Sehr, sehr scharf ab Werk. Was ist es? 440C Stahl steht drauf. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Ich werde es auch in den Langzeittest nehmen und es längerfristig testen. Aber schau, funktioniert sehr, sehr gut. Ist auch mit dem Power Cut, gehst du da einfach durch. Wie gesagt, Buchenholz. Cool. Echt cool. Hätte ich nicht erwartet. Also ich bin da positiv überrascht. So, jetzt gehen wir mal daher. Und jetzt dieses Gentleman Knife sozusagen. Ich glaube A, F, W, was weiß ich, ist egal. Schauen wir mal da. Mhm. No, das beißt auch ganz schön. Schärfe ist auch optimal.
Hat natürlich, spielt den Vorteil aus, dass du eine viel längere Klinge hast. Dadurch kannst du auch natürlich massiv arbeiten. Schauen wir mal. Geht auch durch. Fetzt auch. Und ja, also ich kann jetzt momentan nichts Negatives finden. Also wenn du ein Messer suchst, mit dem du nicht, das nicht nur schön zum Anschauen ist, sondern mit dem du auch arbeiten willst, dann kannst du das tun mit dem. Und es funktioniert auch sehr fein. Feuerstahltest werden wir dann nachher gleich machen, das weiß ich noch nicht, aber Schnitzen ist einmal auf jeden Fall gut drinnen. Das war ja bei manchen Walter-Messern in der Vergangenheit tatsächlich nicht der Fall, dass das wirklich richtig gut funktioniert hat, aber da ist das alles fein. Cool, ja, cool. Machen wir den nächsten Test. So, dann nehmen wir mal unseren Liner-Lock und muss natürlich vorsichtig sein, dass ich mir nicht weh tue. Sitzt fein. Ich hoffe, die Kamera schaltet das auch scharf. Sitzt auch wirklich fein. Also ich kann jetzt einmal aufs Erste nichts Negatives finden. Das ist einmal gut. So, ich mache jetzt mal auf. Hast du es gehört? Rastet auch wirklich schön ein. Gibt es jetzt mal nichts Negatives. Ist einmal okay. So, dann nehmen wir das mit dem Backlock. Klack, klack, klack. Ich meine, wenn das jetzt aufgeht, dann... Gar nichts, ich meine, es ist ja ganz klar. Weil es ja, ich mache das jetzt nur aus dem Grund, weil ja manche sagen, die fallen auseinander und das ist Kacka und das geht alles nicht. Und Reine, du verkaufst Walter-Messer, du machst Reviews zu Walter-Messern und sagst, dass die stabil sind. Also klar, ich meine, ich habe jetzt keinen Test gemacht, wie das zum Beispiel bei Cold Steel gemacht wird. Aber es ist sicherlich nicht etwas, was einfach so auseinanderfällt. Also das kann ich gleich einmal sagen. Was ich insgesamt ein bisschen kritisch sehe, ist halt nur meine Meinung, das ist der Verschluss. Das ist, ja, da wäre mir eine Schlitzschraube schöner, also lieber. Aber ja, das hier ist ganz einfach optisch viel feiner und netter und lieber. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die das so verbaut haben. Aber nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schönes Messer und praktisches Messer und auch ja, ein sicheres Messer. Naja, wie funktioniert das mit dem Feuerstahl? Und da habe ich einen Kritikpunkt. Der Klingenrücken ist gerundet. Dadurch kann ich mit dem Feuerstahl ganz einfach nicht arbeiten. Schade. Ich gehe davon aus, dass das jetzt bei der Slimline, bei der schlanken Variante genauso ist. Ist anscheinend dafür nicht ausgelegt. Beim Linerlock halt immer ein bisschen aufpassen, aber gut, der ist eh massiv. Aber ganz wenig Funken. Nein. Das heißt, in einer echten Überlebenssituation müsste ich mit der Schneide das machen. Das geht natürlich, aber da graust es mir jetzt irgendwie, wenn ich an das denke. Also das ist vielleicht ein bisschen ein Manko, aber das ist wahrscheinlich auch nicht der Fokus. Weil, ja, bei einem Feuerstahl kann man ja auch argumentieren, dass hier normalerweise ein Striker dabei ist. Aber das, wenn das noch ginge, das wäre dann absolut so richtig toll perfekt. Ja, was ist noch mein Fazit von diesen zwei Teilen? Hübsch, liegt natürlich im Auge des Betrachters. Schnittig und brauchbar. Gut verarbeitet. Kein Billigsdorfer Klump. Nett. Es gibt keinen Grund zu sagen, dass das klumpert wäre. Ganz im Gegenteil. Ich finde die sehr, sehr schön, sehr, 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 sehr schnittig, auch brauchbar. Hält einiges aus. Ich werde die im Auge behalten. Das heißt, ich werde die auch länger testen und dir dann wieder mal davon berichten, wie die ganze Sache ausgegangen ist. Das ist überhaupt kein Thema. Und ja, wenn dir das interessiert, gebe ich da unten den Link in meinen Shop. Dort kannst du die natürlich auch käuflich erwerben oder auf Amazon, wenn dir das lieber ist. Sehr, sehr nette, sehr, sehr coole Messer. Ja, mehr gibt es ja gar nicht zu sagen. Ich sage danke fürs Dabeisein, mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, ganz wie du magst, und einen Kommentar. Hast du eines von diesen Messern? Ja, erzähl uns da ein bisschen was. Bist du auch der Meinung, dass Walter-Messer klumpert sind oder ob sie in der letzten Zeit da ein bisschen umgeschwenkt haben und ihre Qualität verbessert haben? Schreib uns da einen Kommentar. Das wäre sehr, sehr nett. Ja, das war's wieder. Danke. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Da die Glocke drücken nicht vergessen, damit du immer die neuen Videos kriegst. Das ist ganz elementar. Damit du die neuen Videos kriegst. Aber andere Videos zum Anschauen.
Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Deine Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.